Hallo, wir befinden uns hier heute im Swiss Hotel in Bremen. Ich bin hier zum Reiseblogger Barcamp. Und dann möchte ich euch mal zeigen, wie das Zimmer hier aussieht. Gleich zu unserer Linken ist das Badezimmer mit allem, was dazugehört, also Waschbecken, Duschgel und so weiter, alles ausreichend vorhanden. Toilette und eine Badewanne mit eingebauter Dusche. Und wie man hier am Rand sehen kann, auch mit einer Glasduschwand, also kein Textilduschvorhang, sondern wie sich das heutzutage für ein Vier-Sterne-Hotel gehört. Rechts ist ein Schrank und Ablageflächen. Da habe ich auch schon meinen Koffer verstaut. Bademäntel und Badeslipper sind hier oben auch vorhanden. Dann gibt es hier eine Minibar, da unten mit ein paar Getränken drin. Es gibt eine Tassimo Kaffeemaschine. Kann man sich Kaffee, Espresso selbst bereiten. Tassen stehen hier oben. Gläser auch. Zu meiner Rechten ein Hocker, ein Schreibtisch mit einem Fernseher, in dem ich persönlich begrüßt werde. Hier Telefon, Bürolampe, Stuhl vorhanden. Gab noch ein paar Informationen und Getränke zur Begrüßung. Interessant dürfte aber auch dieser Anschluss hier sein. Da kann man wohl irgendwie noch so sein über HDMI seine Geräte an den Fernseher anschließen. Das Wichtigste natürlich, ein großes Bett. Das Zimmer allgemein ist auch sehr, sehr großzügig geschnitten. Sehr groß, hat man viel Platz. Bett ist auch bequem. Es gibt an beiden Seiten vom Bett Nachttischlampen, es gibt an beiden Seiten vom Bett Steckdosen, jeweils eine. Auch am Schreibtisch links unter der Lampe sind nochmal zwei freie Steckdosen, also auch ausreichend vorhanden. WLAN habe ich noch nicht getestet, wird dann aber im Blogbeitrag erscheinen, ist aber auch hier vorhanden, ausreichend. Die Zimmer sind, wie man hier oben sehen kann, klimatisiert. Die Lage ist wirklich top. Keine 5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Der Blick aus dem Fenster. Da gibt es auch wesentlich schlechtere Zimmerausblicke, auch wenn es heute, während ich hier bin, stark bewölkt ist und nach Regen aussieht. Alles in allem ein sehr nettes, attraktives, großzügig geschnittenes Zimmer. Hier nochmal Sessel mit einer Lampe dahinter. Zum direkten Preis kann ich heute diesmal nichts sagen, da in meiner Rate, die ich für das Barcamp bezahlt habe, die beiden Übernachtungen mit Frühstück inklusive waren. Allerdings eher so ein, wäre, war das auch trotzdem eher so ein Freundschaftspreis.